Hey meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir wieder eine Bestellung auf. Wir haben wieder Karten bestellt bei Card Market. Und ja, das packen wir heute aus. Einen schönen Brief mit ca. 30 bis 40 Karten drin. Und wir haben wieder Turnierkarten bestellt. Also Hobby Launch, ja, die werden wir auspacken. Und wir haben auf der Seite wieder bei Alex bestellt. 2 Monate schon hintereinander weg. Vielleicht muss noch einen Monat einmal nochmal bestellen für 50 Euro. Mal schauen. Ich habe ja in einem Video gewonnen. Wir haben ja eine Verlosung teilgenommen. Und da haben wir eine Kleinigkeit bekommen. Also gewonnen. Also wir packen heute dieses kleine Paket wieder aus und ja, gucken mal, was wir gewonnen haben und welche Karten mit dabei sind. Gut, was haben wir hier drin? Oh, der ist sehr, sehr gut eingepackt. Dann wieder, oh, hier sind die Karten. Da sind die. Oh, schauen wir mal. Oh, oh, Werbung. Werbung. Gut. Oh, und hier haben wir diese Toploader, genau, so heißen die. Sehr schöne Toploader haben wir hier. Die können wir dann später benutzen. Ja, ich weiß noch nicht, wie, was wir da rein tun, aber ich tue ja meine Karten immer eigentlich in den Ordnern rein und dann in Hüllen, Doppelthüllen. Und ja, das sind die Toploader. Vielleicht können wir die auch verschicken nachher, wenn wir wirklich Top-Karten haben, die wir verschicken nachher. Wir verkaufen ja unsere Karten dann, die doppelten, und da kann man dann die Karten reintun. Genau hier. Naja, gut, dann haben wir schon mal ein paar und mal gucken. Vielleicht packen wir auch meine eigenen Karten da rein, wenn die top sind. Dann ja, mal schauen. Dann packen wir das hier mal aus. Hier haben wir wieder zweimal Kartenstapel in Papier drin. Und ja, das sind wieder Turnierkarten, Hobbyliga, also DL12 und DL18 haben wir ja, aber da sind glaube ich noch mehr dazwischen, ein bisschen durcheinander von DL9 bis 18, mal gucken, was wir hier so haben, so schönes. So, der erste Stapel erstmal raushauen, oh, das sind gute Verpackungshüllen, kann man gut verschicken. So, wir haben hier einmal Solem Warning. Also das ist Englisch. Die hat eine kleine Macke hier oben weg, aber das ist halt nicht so schlimm. Das ist jetzt... Auf jeden Fall sind die sonst top. Ja, da kann man nichts zu sagen. Einmal die aus der 18, die 19. So, und hier haben wir so antiker Antriebsgolem von der 18, DL 18. Delta Krähe, auch diesmal DL 17. Buster Blader, endlich habe ich den auch. Das ist die einzigste Karte, die mir noch fehlt, also die älteste, einer der ältesten. Buster Blader aus DL1, die Nummer 2. Es gibt's, am Anfang gab es immer so Probleme, dass halt bei den deutschen Serien halt andere Karten drin sind als in der englischen. Zum Beispiel in der ersten Serie bis 2, also DL1 waren andere Karten drin als wie in den englischen. Gut, was haben wir hier noch? Cyberjar. Die sieht geil aus. Parallel Secret, oder? Ja, ist aber ein bisschen gekrümmt. Aber das ist nicht so schlimm, weil die Konami hat ja mal ein paar Kartenprobleme gehabt, dass sie halt zu dick waren. Aber das ist einer der ältesten. Boah, die ist noch richtig dick. Cyberjar, richtig geil. Nice. Sehr schön, was wir hier so haben. Oh, ja, yeah. Nice. Cyberjar, das war immer die Karte früher, die fast jeder haben wollte. Ja, Spalt haben wir, Frisure, sehr schön, HL2 und Cyberjar ist HL2, die Nummer 1 und hier Nummer 6. Gut, weiter geht's. Die ist auch parallel Secret oder nur Secret, weil das, nee, oder auf dem ganzen Bild Secret. Aber wenn man das so an der Seite hält, vielleicht sieht man den Schimmer dadurch. Nee, leider nicht. Aber egal, Spear Dragon, auch sehr schön, auch richtig dick diese Karte. Nur weil das Secret ganz oft das ganze Bild geht. Ultra Secret Rare, glaube ich. Richtig nice. Alle, die kommt jetzt aus der HL03. So, weiter geht's. Trackpole, sehr nice. Sehr schöne Karte. Ganze Bild. Ist das Secret? Nee, das ist kein Secret. Oder doch? Es geht hier über das ganze Bild. So, Machine King. Jetzt haben wir den auch nochmal in der Form.
Das war gerade die 03. Und hier haben wir Machine King. Den gibt es auch, aber nicht in der Hobbyliga diesmal. Den gibt es da auch, aber halt, wir haben jetzt den mit EM1. Den hatte ich damals auch gehabt. Auch ziemlich nice. Ultra rare. Ich hatte beide Machine Kings gehabt. Alle wollten den haben. Aber jetzt habe ich die wieder. Damals war noch so zwischen 2002 und 2005 und 2006. Da waren die Karten auch was wert. Richtig cool. Ja, nicht was wert, aber halt. Da war das Kartenspiel noch anders als anders. Ja, nicht halt wie heute mit Synchro und Exceed und das Ganze alles. Da ist das Spiel noch begrenzt gewesen, da konnte man nicht so schnell alles aufspielen. Okay, kommen wir mal weiter. Rosé, Kriegerin der Rache, DL16 und Säbelsaurier. DL16. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Strategie der Zerstörung und geflügelter Kuribo. Schatteneinsparender Spiegel. Ist auch sehr nice. DL14. Jetzt fehlen mir gar nicht mehr so viele. Noch ein paar vielleicht noch einmal bestellen. Dann habe ich alle aus der DL und HL. Und dann geht's weiter mit einer anderen Serie. Lichteinsperrungsspiegel. Auch sehr schön. Das sind fast die gleichen. Der DL14 Maskenwechsel, auch sehr nice. Die gönnt man sich mal nebenbei, wenn man halt nichts zu tun hat. Okay, Schnellzauber. Darum sage ich auch, gönn dir mal nebenbei. Schnellzauber. So, Verteidiger, der magische Ritter, DL14 und magischer Abfluss. Oh, die hat er auch sehr oft. Immer jeder im Deck gehabt, um Zauberkarten zu verhindern. Also da musste man eine Karte abwerfen. Oder der Gegner, ne? Wenn er eine Zauberkarte hatte. Dann hat er auch nicht so viel gebracht. Kniefhüpfer. Aha, DL13. Und Jinzo haben wir hier. Jinzo aus der DL12. Eigentlich müssten wir jetzt langsam alle haben. Und den rotäugigen schwarzen Drachen haben wir noch aus der Banzai, die Nummer 2. Den weißen Drachen habe ich auch schon. Und ja, dann schauen wir mal, die letzte Karte ist Pyramide of Light, haben wir hier. Limited Edition, Movie Pack 4, diese Karte hatte mir gefehlt, die einzigste davon. Ja, nice. Super, das waren jetzt diese Karten, die ich wieder bestellt habe. Und nächsten Monat werde ich wieder einmal eine Tour bestellen. Ja, mal gucken, was wir dann bestellen. Dann wird es aber ein bisschen teurer, weil ich habe jetzt erstmal die billigsten bestellt. Und halt jetzt wird es immer langsamer, immer teurer und dann immer weniger Karten, die ich dann bestellen auf Cardmarkt. Da gebe ich ja jeden Monat 50 Euro aus und dafür hole ich mir immer ein paar Karten, die mir fehlen in der Serie. Ja, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst dann ein Like auf diesem Video, abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr sehen wollt und wir sehen uns in einem anderen Yu-Gi-Oh! Video. Jede Woche ein Video, jeden Samstag. Wir sehen uns. Haut rein. Mach's gut und tschüss.